Hallo, ich bin gerade auf dem Weg zum Helmut. Wir wollen heute die scharfen koreanischen Nudeln probieren, die super scharf. Bin ich schon gespannt. Irgendwie hätte ich lieber was Ekliges heute wie was Scharfes. Ich habe nämlich keine Vorstellung, wie scharf die wirklich sind. Ich habe dir ganz kurz in einem Community-Bild vorgestellt und da sind die ersten Meldungen gekommen über tauben Mund und Sitzung auf dem Klo. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, diesmal ist der Helmut im Vorteil. Er ist das scharfe Essen eher gewöhnt wie ich. So, heute ist mal wieder Ed. Ja, wir haben heute wieder mal so eine kleine Challenge. Ja. Habe ich geschickt bekommen, anonym. Großhans. Wir müssen brutal scharf sein, was man so liest. Ja. Aber allein traue ich mich da nicht hin, Helmut. Das ist nicht zu dir gekommen. Da kommst du mir einen Strafe ab, oder? Und aus Korea kommen die Bulldog zweifach spicy. Also ja, also ich habe schon mal ein bisschen nachgegoogelt, also die müssen schon brutal scharf sein. Ja. Gell? Also, aber gut, ich bin einiges gewohnt und die Evi testet sowieso vor. Also sagen wir so, bevor es lebensbedrohlich wird, brechen wir das Experiment ab. Ja, wahre Fälle, aber wie gesagt, ich vertrage schon was. Ober habe ich ausgeschaltet, weil ich glaube, uns wird so warm. Ich glaube, ich ziehe meinen Pullover auch noch aus. Und dann habe ich noch ein bisschen was zum Kühlen mitgebracht, einen kalten Kaba. Ja, ruhig soll ja der Schlund nicht verbrennt. Käse habe ich gehört und du hast auch noch Eier mit dabei. Das Ganze werden wir noch ein bisschen verfeinern mit gekochten Eier oben auf, weil wir wollen ja das noch ein bisschen aufpeppen. Und dann noch ein Tabasco da drin. Ja, genau, wenn es nicht scharf ist. Und dann ein paar Frühlingszwiebeln genau oben drauf geschossen, so wie bei der Peking-Suppe. Und dann scharf. Und dann werden wir das testen, ja, oder? Ja, machen wir das, Helmut. Ja, super. Ja, wir werden jetzt das einmal in der Küche ein wenig vorbereiten. Und dann sagen wir, melden wir uns nochmal. Ja, ja. Da, wir können uns nochmal ein gemütliches Pfeifen rauchen. Genau, da dürfen wir rauchen. Pfeifen dürfen wir bei mir rauchen. Da. Bis das durchzieht und genau. Wir filmen natürlich rein, dass wir das da rein tun. Wir können es ja schon mal aufmachen. Da und dann machen wir es drüben auf. Machen wir es drüben auf. Kannst du gut aufmachen, oder nicht? Bleibst du stehen oder nicht? Das ist so. Alles hat einen einzelnen Verpackt. Machen wir hier noch einen Backerl oder machen wir uns? Aber beide packen wir schon, oder? Ist das gut, oder? Ja. Oh, oh, oh. Aber ist ja wurscht, weil wenn wir hier werden, dann brauchen wir die anderen. Der erste ist Evi schon. Ja, genau. Also, zweifach spicy. Genau. Spicy. Spicy. Ja, ja, dann werden wir mal vorbereiten, würde ich mal sagen, oder? Kochen wir mal Wasser und schauen wir, was in dem Beutel alles drin ist. So schaut's aus. Die Vorbereitungen, so praktisch jetzt aus. Die werden wahrscheinlich die scharfen Soßen sein, gell? Genau, das sind die. Ja, das müssen wir schon rein. Da haben wir noch unsere Zwiebeln. Ja. Da haben wir noch die Seiten. Alle brauchen wir einfach nicht. Ja, ein paar Kringel drauf. Halt. Zwei. Ja, das schneiden wir mal nicht, das erste. Danke. Ja. Das ist alles drauf tun. Und das tun wir da rein raus. Das kommt später erst drauf. Das raus tun. Das ist ein Jahr gleich drauf, oder? Nein. Dann gehen wir mal. Das ist ein gefährlicher. Ja. Zwei. Boah. Auch noch die Gewürze. Genau. Was immer da drin sein mag. Wenn wir so rausschmecken. Ja. Schauen wir mal. So, und jetzt Wasser drauf. Ja. Warte noch. Okay. Jetzt gehst du einfach mal auf. Genau, dass das da durchschwappt. Ich weiß auch nicht, wie viel das war. Drückt man nachher einfach ein bisschen zusammen. Ich glaube, das klangt einmal, ja. Ja, gut. Mal da, machen wir es einmal voll. Dass man es halt wenden kann, dass sich das aufweicht, die Nudeln da. Schauen wir mal.
Lassen wir einfach ein bisschen liegen. Ja, das muss jetzt mal rauchen. Rauchen wir vorher Pfeiferl und dann. So machen wir das. Okay, dann okay. Kühlt es ein bisschen ab. Super. Prima, Helmut. So. Ja, wie das jetzt die Nudeln da ein bisschen einwachen, machen wir ein paar genüssliche Züge von der Pfeifen. Wie schmeckt der dir der Grenzpass-Blend von Frauen? Schmeckt gut. Leicht aromatisiert. Nicht zu stark. Ja, leicht nach Vanille finde ich. Mhm. Grammnoten macht auch gut Hefe, oder? Ja, super. Ist keine Stimme da. Ich habe gerade wieder festgestellt, dass so Aromaten in so große Käppe viel besser schmecken. Stimmt aber, das war aber schon immer so. Ja. Der Einzige, der was da auch gegenteiliger Meinung ist, ist der Wolli. Mhm. Weil der sagt sich, woher soll die Pfeifen wissen? Oder der Tabak wissen, was für ein Kopf da drin ist. Ne? Also, aber hängt irgendwie mit dem Volumen zusammen. Mit dem geht ja leider kein Bier nicht trinken, weil das glaube ich ist für das Essen nichts. Ja, also das ist übrigens auch ein Klassiker. Habe ich schon mal eine Story drüber gemacht. Mhm. In der Berufsschule und so, da hat man dann immer einen Rum rein und so. Der Kakao in der Glasflasche, das ist auch so ein Überbleibsel von früher. Das haben sie sogar bei in der Volksschule noch verteilt, so in der Pause. Kurz nach dem Krieg, oder? Ja. Die 50er Jahrgänge, die zählen ja fast nicht zu den Trümmerkindern. Ich bin ein 51er und du bist? 61er. 61er. Naja, jetzt zählst du auch noch dazu. Bist auch noch einer vom alten Schluck. Ja. Der ist so. Ich weiß auf jeden Fall auch noch, wie die Baulücken waren und die Haufen im Minger rumgelegen sind, wenn du mit dem Zug reingefahren bist. Nein, das weiß ich nicht mehr, weil wir sind erst 74 gerauft zusammen. Ja. 73 oder 74, also von der Oberpfalz von Amberg, sind wir da nach Ehing am Ammersee damals gezogen. Jetzt werde ich mal schnell in die Küche und nochmal die Nudeln umdrehen. Drehst mal um, was, dass die oben auch genau reichen. Dann ist gut. Dann kommt das Ohr noch auf, das Ohr. Ohr heißt Ei auf Bayerisch. Wie gesagt, lieber was Kreisiges wie was Scharfes. So ein schwarzes Ei hätte man dann auf der Karte. Ja, Freude, das hätte ich nur essen können. Nein, das hätte ich nicht mehr mitgemacht. Weil das war mit dem Ohr war schlimmer wie der Stinkefisch. Ja. Also für mich. Mhm. Ja. Ich besorge uns nochmal die sauren Nieren aus der Dosen. Das ist nur heftiger, finde ich. Da gibt es einen YouTuber, Tom Berchtold heißt, der gleich alles zum Ei geht. Der hat gleich 6 Eier hintereinander gegessen, gell? Ich hab mal die Spinnen gehört. Ja, stimmt. Das ist der Tom Berchtold, glaube ich. Ja, der Master of the Black Eggs ist das. Der kriegt den schwarzen Gürtel. Brechtel. Brechtel, ja, Tom Brechtel, glaube ich. Ist übrigens auch aus Bayern, gell? Wegen der Härte und so. Ja, ich glaube, der Neben und Rosenheim ist der. Ja. Also mir schmeckt er, gell? Erwin hat glaube ich gestern einmal vorgestellt. Ja, die Tonkanuss, Vanilleartig. Ja, und er darf es halt nicht mehr kaufen. Ich habe gesagt, ja, ich schaue mal, wie lange er bei mir bleibt. Aber das ist bei mir immer so mit den Tagen, da schmeckt es mir eine Zeit lang. Ja. Und irgendwann... Kaum tut man eh mehr wie genug, gell? Ja. Schon, gell? Mhm. Frau. Jetzt kontrollieren wir das nochmal miteinander. Ja. Und ich glaube, dann können wir mal essen. Jetzt nehme ich noch mal kurz auf, weißt für den. So, ich habe, falls dich scharf genug ist, gell, habe ich noch ein bisschen Tabasco hergekriegt und ein bisschen Pfeifersenf. Mhm. Gell, falls. Hot stuff.
So. Dann werden wir das mal probieren, nicht, oder? Ein bisschen Angst habe ich schon. Jetzt ist erst einmal ein Ohr. Ein Ohr? Ja. Auch so. Das ist schon ganz rot, da poppt das rote Zeug schon dort. Bätzig nach der ersten Gabi. Ja, es ist schon. Leute, kann ich sagen, ganz backig ist das nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Kurz weg ist es. Schon ja. Heftig. Ja, also, es ist schon würzig, muss ich sagen. Für Kinder nicht geeignet, würde ich sagen. Also wäre es, ich meine, ihr wisst ja, ich mag gern scharf. Ich muss ja da wegen der Hefe ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber es haut schon rein, mein lieber Spitz. Der leckt mir am Arsch. Heavy. Gut, dass ich den Ofen nicht angeheizt habe. Oh ja. Das Wasser geht schon ein bisschen in die Augen. Pipi. Oh. Ich glaube, da hätte ein Packerl gelangt. Ja? Mhm. Oh. Und jetzt, zwei Männer? Brennt schon runter bis zum Mond. Also, Senf und der Pascobrei definitiv nicht. Oh. Ja. Ich glaube, wenn man schnell ist, dann ist das Leiden nicht so schlimm. Oh. Ich will das nur mal zwei kleine Gläser und dann kann man da ein bisschen so einen Kakao rein tun. Da kannst du auch ein paar Flaschen drin, wenn ich mich geladen, ja. Lass mal vielleicht was anderes aufmachen. Ich mach das Schüttelfeuer. Ja. Kennst du Lumumba? Hab ich schon mal gehört, ja. Das ist Kakao mit Rum, schmeckt sehr lecker. Ich meine, mir hat zwar ein Bier besser schmeckt, aber das sollte man nicht machen, habe ich gehört. Ja. Genauso nicht mit dem Wasser. Ich schätze, das wäre eine teuflische Mischung sein, der Kava und die scharfen Nudeln. Prost. Und Helmut, das Schlimme ist ja nicht das Essen, sondern der Magen, der Morgen danach. Ja. Was hat der einer geschrieben in so einer Bewertung? Man soll da gleich mit Wundsalbe und mit alles Mögliche aufs Klo gehen. Prost! Hilft's? Ja, momentan schon. Das Kultessen, oder? Kaba und scharfe Nudeln. Ja. Ich hab gesagt, Essen und Soße, Nudeln haben wir schon noch. Also ein Strafgefangener darfst du das nicht verfüttern, dann kommt Amnesty International. Wegen Folter. Jetzt muss ich mal ein bisschen Suppen abbringen, du weißt. Da ist genug Roh an dem Zeug. Die rote Augen kriege ich, ja? Ja, und einen roten Bart. Nasenfangslapper. Ja. Also, ist schon der Hammer, muss ich echt sagen. Und weißt, habe ich von Amazon geliefert gekriegt, ohne Absender. Ohne Absender? Ja. Die werden schon gewusst haben, gell? Ja, bis ganz back. Nein. Also Helmut,
Ich habe auch gar keinen großen Hunger gehabt, gell? Nein, ich habe auch. Wenn ich ehrlich bin, mein Maul brennt jetzt so. Ach ja, aber ein bisschen noch nicht. Jetzt ist es schon fast an der Schmerzgrenze. Ein bisschen Zwiebel. Aber ich muss dir sagen, da kannst du ja mal nochmal probieren, ja, wenn du es noch nicht aufgemacht hast. Der Feuerwehrsimpf ist schon auch, da geht er eigentlich, muss ich sagen. Noch ein paar Nudeln. Hast du gemeint, ich soll jetzt einen Feuerwehrsenf nicht da hinfügen? Nein. 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 Der Ed will ein bisschen anprobieren. Mm-mm. Ich bin bedient. Schweißperlen. Ja, Wahnsinn. So schlimm. Ich probier's nicht. Schon wieder. Ja, ein bisschen was dringen. Eine Wohltat. Okay. Nimmt momentan alles weg. Ja, von der Schärfe. Für aber kommt gleich wieder. Fünf Sekunden. Oh. Ist ein bisschen noch, oder? Oder hörst du auf? Ich ist jetzt noch eine Gabe und dann höre ich auf. Ey. Ja, ist ja viel zu viel. Genug, genug gelitten. Für drei paar Personen da. Also wenn es eine gescheite Kohle gegeben hätte dafür, dass wir es aufessen, dann hätten wir es vielleicht gepackt, aber so. Also, Finale. Sehr gut. Wie bei den Suppen sowieso immer so schnell. Das müssen wir eher auf dem Kompost tun, das kannst du nicht ins Wasser, in den Gulli rein tun, weil sonst... Dieses Leitungswasser vom Küchen verseucht. Aber Helmut, ich glaube, wir waren ganz tapfer, oder? Ja, aber da läuft wirklich das Wasser aus den Augen, muss ich sagen. Los, noch mal. Also, wer das einmal probieren will, gerne gehe, aber ein bisschen was mir ist gewohnt sein. Ja. Also, aber wer gern scharf isst, also jeden Tag, das ist unmöglich für mich. Aber es war jetzt wieder Erfahrung. Ja, vor allem die Portion ist groß. Das ist ja ein riesen Backerl. Die Kleiner waren vielleicht gegangen, die wirst du so kaufen kannst, die auch sehr Backerl. Genau, die Kleiner, ja, aber das war jetzt eigentlich für zwei Personen. Ja, ja. Okay. Für zwei. Unabhängig jetzt, ob es scharf ist oder nicht. Ja. Ich glaube, ich brauche ein Tempo. Ich glaube, jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über. Ja, jetzt warten wir, bis das ein bisschen aufhört, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann, weil so schmeckt ja nicht einmal Pfeifen. Die Betäubung von Gaumen, Rachen und Magen. So ein Septempo. Brauchst du noch so was schon, ja? Ich glaube, das geben es die Schauspieler immer, wenn sie blecken müssen vor der Kamera. Ja, da hab ich keine Probleme. Ja, wohl. Jetzt warten wir ein bisschen rauf und ein bisschen ein Pfeif, oder? Ja. Oh, schon da haben wir. Ja. Ich rufe dich dann morgen an, wie es war. Ja. Ich kann dir ein Video dabei machen. Ja, jetzt hat es schon wieder aufgehört, oder? Ja, jetzt ist eine Viertelstunde vergangen, wir rauchen unsere Pfeife. Genau, die schmeckt da wieder jetzt. Fazit, ist die Suppe zu scharf, bist du zu schwach, oder? Kann man so sagen, wie bei Fishermans, aber ist wirklich, wirklich nicht übertrieben, ist wirklich kein Kinderspielzeug. Nein, das also wie gesagt, wenn einer das nicht gewohnt ist, soll es bleiben lassen. Oder halt ein bisschen probieren, gell, und ich weiß sagen, schon. Wenn man sowas probieren will, ein Backerl für drei Leute ist ausreichend.
zum Testen und dann ist er ertragbar, aber die ganze Schüssel, wenn ich jetzt nicht gehe, ich hätte es essen können, aber ich mag mir jetzt mit Gewalt, muss nichts beweisen. Weil das ja zweimal brennt, auf alle Fälle. Und, aber der Kakao dazu, gell, hervorragend. Jetzt, wenn das alles ein bisschen nachgelassen hat, mache ich mir natürlich schon ein Bier auf. Gell. Du wahrscheinlich nicht, weil du musst fahren, oder? Ja, ja, klar. Ja. Und, aber bis jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei dem Saftdachige weiter. Da lernt man seine Sachen wieder schätzen. Ist das klar? Aber, hat mir taugt, habe ich jetzt nicht bereit, war wieder eine Erfahrung wäre. Gell? Bin ja gespannt, mit was nächstes Mal daherkommst. Ja, wir sind ja bekannt für unsere Tests. Gell? Ja. Schaut euch gerne mal das Video mit den schwarzen Eiern, mit den 100-jährigen, Helmut. Oder dem Surströmming. Ja, ich kann euch die zwei Videos ja unten nochmal verlinken. Mhm. Und ehrlich gesagt, das Schlimmste war die Eier. Gell? Der Fisch ist ja noch einigermaßen gegangen. Auch dieses Essen bevorzuge ich vor die Eier. Ja. Die Eier, also ein Ranking, oder? Ja. Schlimmste tausendjährige Eier, dann kommt das Surströmming und dann die scharfen Nudeln. Genau. Aber es gibt bestimmt noch mehr. Schade, dass wir den Gammelhai nicht herkriegen aus Island. Ja, auch nicht, dass man einer schickt. Der muss auch noch heftig sein, ja. Ja, es gibt aus Thailand, also die sagen dazu, ein Fisch 1000 Jahre alt. Ja. Das ist also ein Benzinfassel angesetzt über ein paar Jahre. Nein, wenn du das aufmachst, das sitzen die da in Thailand ja daheim selber an, dann tun sie ganz schnell das raus, was sie brauchen beim Kochen und dann wieder zu. Aber das stinkt, das so kannst du nicht verstehen. Das Würzmittel halt, ja. Ja, also wenn es dann zum Essen schmeckt, das ist hervorragend, da riechst du nichts mehr. Aber wenn du daran riechst, also das ist unmöglich. Unmöglich. Hast du Schnecken schon mal gegessen? Ja, Schnecken finde ich eigentlich. Okay. Das Einzige, was ich noch nicht, waren Froschschenkel, das habe ich noch nicht gegessen. Aber Schnecken finde ich, wenn du da nicht eine Kräuterbutter dazu hast, dann schmeckt das ja noch gar nichts. Ja. Ja. Ein bisschen schleimig halt. Ja, ne? Ja, Muscheln. Muscheln mögen wir ja, gell. Ja, jetzt schon was. Mich gefreut, gell? Mich auch. Kleiner vorweihnachtlicher Treff. Genau. Ich weiß nicht, ob wir es vor Weihnachten noch mal schaffen mit dem. Wir schauen einmal, ja. Aber sicher ist es nicht. Versprechen tun wir nichts, weil es ist doch einiges los. Aber schauen wir mal, dann sehen wir schon. Es sind noch ein paar Wochen hier, zwei Wochen und vielleicht passt es nochmal. Daheim hätte ich schon was. Wir erinnern uns an unseren Eintopfofen wieder, oder? Ja, genau. Gell? Wir schauen nochmal, wenn wir es schaffen, machen wir es. Und wenn nicht, dann kommt es halt im Neujahr, oder? Oder? Was soll's? Also, Pfiat euch. Pfiat euch, Servus.